同学们大家好，欢迎来到我们的德语 A2 课程。首先让我们来回顾一下上节课所学的内容。在上节课中我们一起复习了语音 ich 或者 ich 的发音。在词汇部分我们学习了非常多的关于看医生看病的一些词汇 über Arztbesuch。在语法部分我们一起回顾了情态动词 sollen 的一个用法。好，那么这节课我们又将学习什么样的内容呢？首先我们要学习课文 Dresdens Wahrzeichen 在德累斯顿的一些非常著名的标志性建筑。在语法部分我们将学习 Artikelwörter als Pronomen 作为代词的一些冠词 zum Beispiel der, diese, jede, eine, keine,meine 等等。那么首先让我们通过几道小的练习来复习一下上节课的一个知识点。同学们应该掌握得很好吧？那么接下来让我们进入本节课的一个正式学习。首先让我们来学习一下这节课的词汇。 Das WahrzeichenDie Wahrzeichen, 标志象征。Die Frauenkirche ist das Wahrzeichen von Dresden. 圣女教堂是德雷斯顿的一个标志。Die Uni, die Unis, 大学。Verena schreibt für ihre Uni-Zeitung eine Reportage. Verena 为她的大学校报写了一篇报道。Eine Reportage schreiben, 写一篇报道。Der Wiederaufbau, nur Singular, 重建。Sie will über den Wiederaufbau der Frauenkirche schreiben. 她想写一篇关于圣女教堂重建的文章。请注意这里的 schreiben über etwas, Akkusativ, 写关于什么样的一个内容。über 后面都是加第四格的。Der Gedanke, die Gedanken, 想法、主意。Er hatte viele interessante Gedanken. 他总是有非常多的有趣的主意和想法。Die Vorbereitung, die Vorbereitungen, 准备工作。Die Architekten haben schon mit der Vorbereitung für den Aufbau begonnen. 建筑师们已经开始了重建工作的准备。这里也是词组 beginnen mit, 开始着手于一件什么样的事情。相当于 anfangen mit. Das Denkmal, die Denkmäler, 文物古迹。Der Denkmalpfleger, die Denkmalpfleger, 文物保护者。Mehrere Denkmalpfleger helfen beim Aufbau der Kirche. 很多的文物保护者都帮助于教堂的重建。请注意这里的 helfen by etwas.帮助做某样事情。by 后面是加第三格的。那帮助某人呢直接 jemandem helfen, 也是第三格。比如说这句话我在家总是帮助妈妈做家务。Zu Hause helfe ich meine Mutter immer beim Haushalt. Zu Hause helfe ich meine Mutter immer beim Haushalt. Der Stein, die Steine,石头、石块。Die Kirche ist aus Stein. 这座教堂是由石块制成的。讲到 Stein 这个词，不得不提的是一位伟人，爱因斯坦。爱因斯坦翻成中文，非常好听。但是在德语里面呢，其实就是 Einstein。如果直接翻译的话，就叫一块石头。Die Trümmer. Die Trümmer nur Plural.废墟瓦砾。Man will die Kirche aus den Trümmern wiederherstellen. 人们想从废墟中重建教堂。Messen, messen, 动词，测量、测定。Denkmalpfleger haben die Trümmersteine fotografiert und gemessen. 文物保护者们将废墟中的石块进行了拍摄以及测量。Einzel, 单个的形容词。Sie haben jeden Einzel nummeriert.
他们将每一块都进行了编号。Der Platz, hier nur singular, 位置、地方。Jeder Stein muss wieder genau an seinen Platz, 每一块石块都必须要回到它原先所在的位置。Das Ganze, nur singular, 整体、总体。Das Ganze ist eine schwierige Arbeit, 这整一个是非常困难的一项任务。Berühren, berühren, 动词轻轻的触摸是一个规则变化的动词。Berühren, berührt, hat berührt. Sie berührt den Stein mit ihrer Hand. 她用自己的手去轻轻触摸那块石头。Das Feuer, hier singular, 火、火灾。Der Stein war schwarz vom Feuer.那块石头由于火灾而变成了黑色。The Asche, hier nur singular, 灰灰烬。Dresden wurde in einer Nacht zu Asche, 德雷斯顿一夜之间变成了灰烬。Werden, 有英语里面的 become 的意思，成为。Jahrelang, Jahrelang, 形容词，持续多年的。Jahrelang hat dieser Stein unter den Trümmern gelegen. 这里的 hat gelegen 是动词 liegen, 躺着它的一个分词。这块石头长年以来都躺在废墟中。Der Steinmetz, die Steinmetzer, 石匠。Für den Aufbau der Frauenkirche braucht man auch Steinmetzer. 圣女教堂的重建也需要石匠。Hauen, haut, hat gehauen, 凿、雕刻。Ein Steinmetz lernt, wie man Steine haut. 石匠学习如何雕刻石头。Der Sandstein, nur singular, 沙石。Alle Steine sind aus dem hellen Elbsandstein der Regierung. 所有的这些石块都是来自该地区的浅色易北河沙石。Zusammensetzen, 装配使构成整体，这是一个可分动词。Jetzt setzen sie alte und neue Steine zusammen. 现在他们将老的和新的石块装配起来，构成一个整体。Riesig, riesig, 巨大的、宏伟的形容词。Ihr neues Haus ist riesig. 他们的新房子非常的宏伟。Das Puzzle, die Puzzles, 拼图游戏。Gestern habe ich mit einem neuen Puzzle angefangen. 昨天我开始了一个新的拼图游戏。Entstehen, entstehen, entsteht, ist entstanden. 出现、形成。Here entsteht eine neue Schule. 这里出现了一所新的学校。Die Schönheit, nur singular, 美、美丽的。Die Frauenkirche ist für ihre Schönheit berühmt. 圣女教堂由于它的美丽而闻名。Berühmt sein für etwas, 由于什么什么而闻名、而著名。Nettle, nettle.形容词，纯的、净的。Der Wiederaufbau kostet 130 Millionen Euro netto. 重建所需要的费用为1.3亿欧元。Erstaunlich, erstaunlich, 惊人的。Das ist erstaunlich, es sind fast alles private Spenden. 这太惊人了，几乎所有的都是来自于私人捐助。Dresdner, Dresdner, 德雷斯顿的。请注意，我们一般在城市后面直接加 AR 表示这个城市的。那么德雷斯顿呢 ?Dresden, 加了 AR 之后前面的 A 就多出来了，所以我们把前面的 A 去掉就变成了 Dresdner, Dresdner, 德雷斯顿的。Die Dresdner Frauenkirche ist weltberühmt.
德累斯顿的圣女教堂举世闻名。Der Bürger, die Bürger, 市民，居民。Die Bürger der Stadt Dresden hatten die Idee zum Wiederaufbau. 德累斯顿的居民想要重建这座教堂。Das Bauwerk, die Bauwerke, 叫大型的、艺术性非常高的建筑。Die Frauenkirche ist ein schönes altes Bauwerk. 圣女教堂是一所美丽的、古老的建筑。Wiederaufbauen, Wiederaufbauen, 重新修建。In Deutschland hat man nach dem Krieg viele Gebäude wieder aufgebaut. 请注意，这里的动词是 aufbauen 这个可分动词，而 wieder 只是一个副词，用来修饰这个动词 aufbauen。重新的修建。在德国战后，人们也重新修建了非常多的建筑。Zurückgeben, gibt zurück, hat zurückgegeben, 送还归还。Wann gibst du mir mein Buch zurück? 你什么时候还给我我的书呢？ Jemandem etwas geben, 给某人某样东西，当然人三物四。Gründen, gründen,成立、创立动词。1990 hat man einen Verein zum Wiederaufbau der Frauenkirche gegründet. 1990年时，人们创建了重建德累斯顿圣女教堂的协会。Dazu kommen, 来到、出现，可分动词。Er hat viele Mitglieder und fast täglich kommen welche dazu. 这个协会有非常多的成员。并且几乎每天都会有新的成员加入。Die Armbanduhren, 手表。Sie hat ihm eine Armbanduhr gekauft. 他给他买了一块手表。Echt, 真的。Kann man einen echten Kirchenstein kaufen? 人们可以买一块真的教堂石块吗？ Adoptieren, 收养、领养。Nein, aber man kann einen adoptieren. 不可以，但是人们可以去认领一块。Brennen, brennt hat gebrannt. 着火、起火。Wissen Sie, warum Dresden 1945 gebrannt hat? 你知道吗？为什么1945年的时候德累斯顿着火、起火了呢？ Die Vermutungen, 猜测估计。Ich habe die Vermutung, dass sie verschlafen hat. 我猜想他可能睡过头了。Vermuten, 他的动词。所以刚才这句话我也可以说。Ich vermute, dass sie verschlafen hat. 我猜想他睡过头了。Die Flughafen, 机场、航空港。Gibt es in Dresden einen Flughafen?德累斯顿有机场吗？ Die Tanzschule, 舞蹈学校。 Liegt die Tanzschule in der Stadtmitte? 这所舞蹈学校是位于市中心的吗？刚才我们一同学习了这节课的单词，是不是有点多呢？没关系，请大家再仔细的朗读一遍。下面我们来做个小练习，一起来回顾一下刚才所学的新单词和词组。Okay, und jetzt öffnen Sie bitte die Bücher auf Seite 84. Übung 1. Die Frauenkirche. Bitte notieren Sie, welche Notiz 1 bis 6 zu welchem Abschnitt A bis F gehört.接下来让我们正式的来读一下这篇文章，一共有六个小段，请大家来看一看一到六这六组针对相应内容的概括分别属于哪一个段落呢？同学们都选对了吗？那么接下来我们来仔细的讲解一下这六篇小的段落。Text A.
1993 haben Architekten und Denkmalpflege mit der Vorbereitung des Aufbaus begonnen. 1993年的时候，建筑师和文物保护者们开始准备教堂的重建。这里再请大家注意一下 ，beginnen mit etwas， 开始着手一项什么内容 ？Sie haben Trümmersteine fotografiert, gemessen und nummeriert jeden Einzelnen。他们将每一块石块都进行了拍摄、测量以及编号，每一块都是这样。Und dann mussten sie von jedem wissen, wo früher sein Platz im Ganzen war. 然后必须知道每块石头原先在整体里的位置。Denn jeder Stein muss wieder genau an seinem Platz. 因为每块石头最后必须要回到它原来的位置。我们来看一下，这一段的内容讲的是1993年，建筑师、文物保护工作者为了要重建教堂而做的准备工作，包括每块石头的拍摄、测量、编号等等一系列的工作。所以一个合适的内容概括应该是 Vorbereitungen für den Aufbau. Text B. Ein kühler Wind weht die Frauenkirche. 一阵凉风吹过教堂的周围。Ich stehe davor und berühre einen Stein.我站在教堂前，轻轻抚摸墙壁上的石块。Er ist schwarz. Schwarz vom Feuer des 13. Februar 1945, als Dresden in einer Kriegsnacht zu Asche wurde. 它是黑色的，在1945年2月13日那天，当德累斯顿在战火中成为废墟时变成的。Dieser Stein hier ist einer von vielen, die jahrelang unter den Trümmern der Frauenkirche gelegen haben. 这里的这块石头是那些常年来在教堂废墟中躺着的石头中的一块。那么请注意，这里的 einer 指的是 Einstein。这里的 einer 是一个代词，它指代的是 Einstein 一块石头。那么这也是我们这一课的语法重点。作为代词的这些冠词，我们再举一个例子。Die Frauenkirche ist eine von den vielen weltbekannten Kirche. 圣女教堂是举世闻名的教堂中的一个。这里的 eine 指的其实是 eine Kirche。那么由于它是一个阴性的名词，所以我们用 eine 来代替。再来一个例句。Das Buch ist eines von den vielen Büchern, die geschrieben hat. 这本书是那些许多中的书中的一本。哪些书呢？他写过的那些书中。这里的 eines 相当于 ein Buch。那么这句话也可以说成 Das Buch ist ein Buch von den vielen Büchern, die geschrieben hat. 当然这样说就不是很地道，而且显得有点啰嗦，所以我们直接用 eines 这个代词来代替掉，就使这个语句变得比较精简，同时呢也一目了然。又由于 ein Buch 是中性的名词，所以我们用 eines 来代替。同学们是不是有了这样的一个感觉了呢？ Eine von 98.390 Steinen.好，那么这段落的内容讲的是什么呢？很好， Erinnerung an die Vergangenheit， 对过去的一个回忆。
Jetzt kommen wir zum Text C. 我们一起来看一下第三篇段落。Für diese Arbeit braucht man viele Jahre. 这项工作需要有很多年才能完成。Zu den alten Steinen haben Steinmetze tausende neue Steine gehauen. 石匠们雕琢了成千块新的石块来配合那些旧的。Und alle aus dem hellen Elbsandstein der Region. 所有的这些石块都是来自该地区的浅色易北河砂石。Jetzt setzen sie alte und neue Steine zusammen.Wie bei einem riesigen Puzzle. 现在他们把这些新老的石块放在一起，就如同在拼一块巨大的拼图。Die Frauenkirche entsteht in ihrer alten Schönheit neu. 这样一来，圣女教堂从它的旧貌里焕发出了新的光彩。这一段的内容，简而易见是讲一些具体的修建过程，比如说造新的石块。然后把新老石块放在一起重新拼图。概括一下这段的内容应该是 Aufbauarbeiten. Text day. Und was kostet das? 130 Millionen Euro netto. 重建需要多少费用？1.3 billion. Und wer bezahlt das? Erstaunlich.Es sind fast alles private Spenden. 这笔费用由谁来支付呢？太令人惊异了，几乎完全来自于私人捐款。这一段落非常的简短，内容也非常的清晰明了，是关于费用的问题。所以我们给它总结一下，非常明显应该是 Kosten. Und jetzt Text A.Dresdner Bürger hatten die Idee, dieses wunderbare Bauwerk aus seinen Trümmern wieder aufzubauen. Dresden 的居民想在废墟中重建这座美丽的教堂。我们可以看一下这里的后面半句话中 wieder aufzubauen. 诶，这里多了一个 zu. 这又是一个什么情况呢？简单的提一提，这里的 zu 是代词不定式，就相当于英里面的 to.I want to do something. 有一些动词它就带着一个带促的不定式。那有一些固定的搭配它也可以用这个带促的不定式。Zum Beispiel schauen wir diese zwei Sätze. 让我们来看一下这两句话。Ich habe die Idee. Ich werde Lehrerin. 这两句话的主语都是 ich. 我有一个主意，我想要成为教师。那么我是可以把这两句话并起来的，就变成了 Ich habe die Idee, Lehrerin zu werden. 这里我直接用带促的不定式，并把后面一句中的动词变成为原形，把促放在这个动词的前面就可以了。我们再来看一句例句。Ich habe die Idee. Ich kaufe ein neues Auto. 我想要买一辆新的车。那这两句话也可以合并在一起，变成 Ich habe die Idee, ein neues Auto zu kaufen. 因为这两句话的主语非常的一致，前面一句话又是 Ich habe die Idee, 我有一个想法。怎么样的想法？它是可以用带促的不定式来引导的。同学们，对带促不定式的一个简单应用，大家现在清楚了吗？ Die wollten der Kunststadt Dresden eines seiner großen Denkmäler zurückgeben.他们想要把最伟大的文物古迹之一还给这座艺术古城德雷斯顿。这里我们看到了 Sie wollten der Kunststadt Dresden. 原本应该是 die Kunststadt, 这里变成了 der, 什么原因呢？不难想象到这里应该是第三格。还给某人某样东西。这里的 Kunststadt Dresden 就相当于某人。而东西就是指一座一座珍贵的文物之一。1990 hat man einen Verein zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche gegründet. 1990年时，人们创建了重建德雷斯顿圣女教堂的协会。Diese hat anfangs nur 14 Mitglieder, aber fast täglich kommen welche dazu. 这个协会
最初只有14个成员，但是几乎每天都有新的成员加入。我们看到这里的 diese 其实是 dieser Verein， 这所协会。我们一样的可以用 diese 来代替它。Inzwischen sind es mehr als 6000 in über 20 Ländern aller Kontinente。到现在已经有来自所有大洲的20多个国家超过6000名的成员了。这里的 aller Kontinente 是第二格，用来修饰前面的 über 20 Länder， 超过20个国家。哪20国家呢？所有州的20个国家。这一段的文字我们可以看到讲的是是什么时候有这样的一个想法需要进行重建的，他们成立了这样一个协会并且有这样一个想法，所以给这段的标题应该是 Gedanke zum Wiederaufbau。 最后一段的文字内容 Text F Keiner kann Dresden ohne Spende für den Wiederaufbau verlassen, wenn die Steine der Frauenkirche berührt hat。 没有人能在触摸过圣女教堂墙壁上的石块后不捐款给他重建而离开的。首先我们来注意一下，这里的 keiner 指的是没有任何人， keiner Mensch， 它当然也属于我们这节课的一个重点语法。那么接下来我们看到这个动词 verlassen， 还记得吗？ jemanden oder etwas verlassen， 离开某人或某个地方。 zum BeispielIch habe meine Heimat verlassen. 我离开了我的故乡。Man kann einen winzigen Stein kaufen als Teil einer Dresdner Armbanduhr. Man kann aber auch einen echten Kirchenstein adoptieren und auf Plänen genau sehen, wo dieser sitzt. 人们可以购买一小块石头，镶嵌在德累斯顿出产的腕表上。但是也可以认领一块真正的教堂石头，并且在重建蓝图里看到它的确切位置。Meine hat die Nummer DVZ60。 这里的 meine 一样的指的是 mein Stein， 我的石头，它的编号为 DVZ60。 好了，这一段的内容也非常好理解，来一个关键词应该是 spenden，对他进行了捐助。我们第一句话就说到了 Keiner kann Dresden ohne Spende für den Wiederaufbau verlassen, wenn die Steine der Frauenkirche berührt hat。 这篇文章的理解应该没有什么问题了吧？请同学们来自己阅读一下这篇文章进行一个整体理解，将文章中的一些用来作为代词的这些冠词进行圈化和整理，比如说我们前面提到的 DieserKeiner, meiner, einer, eines 等等。接下来我们做一个练习。Bitte machen Sie Aufgabe 2 auf Seite 85. Bitte markieren Sie, was ist richtig? 请同学们完成书上85页的练习2。选出正确的选项。那让我们一起来看一下答案。Erstens, Verena braucht für ihre Reportage auch Fotos. Deshalb geht sie zur Frauenkirche und macht welche. Verena 所写的报道也需要一些图片。所以他去了圣女教堂并且拍摄了一些照片。我们这里的 welche 指的应该是 welche Fotos， 其实就是 einige Fotos。 Zweitens, sie berührt einen Stein, der ist ganz schwarz。 这里的 der 应该指的是 der Stein， 那块石头。我们直接可以用定冠词 der 来指代前面所提到的阳性的名词，表达的是这一块某一个特定的。 Drittens, es ist eine von 98,390. 这里的 eine 指的是 Einstein， 它就是那98,390多块石头中的一块。 Viertens,
Die Architekten haben jeden gemessen, denn sie müssen von jedem wissen, wo früher war. 这里的 jeden 指的是 jeden Stein, 每一块石头。后面的 jeden 指的是 jeden Stein, 同样的是指每一块石头。不同的是一个是第四格，一个是第三格。Fünftens, später soll jeder an seinem Platz sitzen. 这里的 jeder 指的是 jeder Stein。之后呢，每一块石头都要坐在它原来的位置上。Sechstens, möchtest du auch einen Stein von der Frauenkirche adoptieren? Jeder kann was tun. 这里的 jeder 指的是每个人 ,jeder Mensch, 每个人都可以做点什么事。Aber natürlich muss man keinen adoptieren. 这里的 müssen 加一个否定词 ,keinen 指的是不必要做一件什么事情。当然了，不是说每个人都必须要去领养一块石头。这里的 keinen 指的是 keinen Stein, 阳性的名词。Achtens, Verena hat einen adoptiert. Ihre hat die Nummer DV-Z60. 这里的 einen 指的是 einen Stein. Verena hat einen Stein adoptiert. 他前面提到过了，所以直接可以用代词来替代掉。那后面这里的 ihr 指的其实是 ihr Stein, 他的石头。那我直接可以用 ihr 来表示。各位同学都答对了吗？刚才的练习和刚才的课文中，我们不难发现这节课的一个重点内容就是 Artikelwörter als Pronomen, 这些冠词用作代词。那我们接下来就进入本节课的语法讲解。Artikelwörter als Pronomen. 以前说到 der, die, das, ein, eine, mein, meine, kein, 等等，我们都说它为冠词。Der, die, das 是定冠词， ein, eine 是不定冠词， kein 是否定冠词， mein 是物主冠词，等等。那么这些它又通通可以作为代词来用。作为定冠词的时候， as Artikelwörter， 我们来举两个例子。 Der schwarze Mantel gefällt mir sehr， 那件黑色的衣服我非常喜欢。这里的 der 就是一个定冠词，Der Mantel, 它需要和这个名词连在一起。又比如说， Das ist keine schlechte Idee, 这不是一个糟糕的主意。这里的 keine 是用来否定 Idee 的，它也需要同 Idee 同时出现，而不能单独出现，这就是它们作为冠词的时候它的用法。那么作为代词的时候呢，它只带前面所提到的一样东西。 As Pronomen，让我们也来看两个例子。Ist das dein Haus? Ja, das ist meins. Wie schön, ich möchte auch eins kaufen. 这里的 meins 和 eins 都是代词，它指的其实是 mein house 以及 ein house。但是呢，我们之前已经提到过 house 这个内容，对话的两者之间非常清楚，他们讨论的是 house 这个东西。所以没有必要再反复的提到，我们直接可以用代词来代替掉。那么这里的 mines 和 eins 就是作为代词来用的一种情况，是不是挺好理解的呢？那么接下来请你注意了，如果它们单独出现的话，它的词尾呢就一定要表现出来这个单词的词性。所以说 ein Mantel 一件大衣，我们就要用 eine 来代替，而到了中性的时候，Ein Haus 我们就要用 eins 或者是 eines 来替换掉。让我们一起来理一下这个顺序。在第一个中，定冠词分别作为代词的话，应该是 der, die, das, die 和定冠词本身没有差别，只是代词 dieser 那应该是 dieser, dieser, dieses und dieser， 也没有什么大的差异。那么 jeder 每一个的话应该是 jeder, jeder, jedes， 最后复数的话应该是所有的 alle。 注意了，它发生了一个变化，大家可以把 jeder 这个重点圈化出来。
那么提醒注意的是 eine 也是一样的 eine eine eines oder 最后复数应该是 welche 它也发生了一个变化 eine 表示一个其中的一个怎么怎么样最后它到了复数没有了我们就要用 welche 来代替其实表示的是 einige 一些的意思接下来 kein 那么应该是 keine keine keines und keine 然后物主冠词 mein 那么应该是 meine meine meines oder meine 第一格应该是比较容易记的那么接下来我们看一下第四格其实也很容易只有阳性的这一块发生了变化分别变成了 den, diesen, jeden, einen, keinen und meinen 其他的和第一格是完全一样保持不变的那么最后说一下 dative 第三格的情况我们也知道阳性的这一整体都要发生变化应该变成 den, diesen, jeden, einen, keinen und meinen阴性的也要发生词尾的变化阴性的变成了 der, diese, jede, eine, keine und meine 中性的和阳性的是一样的词尾变化我就这里不重复了那么最后请大家一定要注意的是复数的变化定冠词 die 的复数第三格本来应该是 den 但是在它作为代词的时候我们要变成 denen这个是特殊的一个情况请大家牢记其他是不变的词尾变成 n 就可以了请大家对照这张表通过一些简单的例句来进行一个复习和回顾基本的一个变化就是这样那么特别提醒大家注意的是 eine eine eines 它的复数为 welche der die das 它的复数第三格为 denen 而不是 den这里比较容易发生混淆请大家一定要切记比如说 Ich habe keine Hefte bei mir Kannst du mir welche leihen? 我身边没有本子了你可以借给我一些吗这个 welche 指的是指 einige oder welche Hefte 第二点请大家注意的是中性名词在口语中多用 meins, deins, eins 而代替 meines, deines Eines 这个是指在口语中第三点请你注意的是 Der, die das Diese, diese, dieses 是指确定的一样事物通常都放在句首并且要重读 Zum Beispiel Ich muss eine neue Uhr kaufen Diese hier ist kaputt 我想要买一个新的钟因为这里的这个坏掉了 Wo ist Klaus?Den habe ich schon nicht gesehen. Vielleicht ist schon weg. Klaus 在哪里呢？那位 Klaus 我可没有看见，他可能已经走了。最后一点 ，jede、alle 和 keine 通常是指整体中的元素。比如说 ，Ich habe drei Brüder und ich verstehe mich mit jedem gut. 我有三位哥哥，并且我和其中的每一位。互相之间都非常好的能够理解 Keiner ist bisher verheiratet 到现在他们其中没有任何人结婚 Hast du alles eingepackt? 你把所有的一切都已经打包好了吗好这些就是关于冠词作为代词的一个使用情况的说明请大家自己复习并且完成书上的这张表格Machen Sie bitte die Übung 3 auf Seite 85. Lassen wir uns mal 回顾一下这节课的内容。我们一起学习了课文 Dresdens Wahrzeichen。德雷斯顿的标志学习了语法 Artikelwörter als Pronomen
der, diese, jede, eine, keine, meine 等等，作为代词的这些冠词。那么在下节课中，我们将进入本单元的最后一节课的内容学习。我们将学习课文 Der 13. Februar 1945。同时，针对这个单元中的一些语法，给大家进行小小的总结和练习。请大家一定要做好预习和复习的工作哦。Und jetzt machen wir Schluss und bis nächstes Mal. 那么这节课我们就上到这里，同学们下次见。Bye-bye.